Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Auch heute habe ich einen absoluten Superstar aus der Szene für uns hier als Gast gewinnen können. Mein heutiger Gast ist 32 Jahre alt und seit ca. 20 Jahren in diesem Sport. Angefangen hat alles mit einem Mischling, den er nach einem kleinen Kampf mit seinen Eltern aus dem Urlaub mitbringen durfte. In dieser Folge geht es um die Anfänge in der Hundeschule bis zur WM, sein Agility-Weg. Die ganz, ganz großen Turniere hat er gewonnen. Mein heutiger Gast nimmt uns mit in seine Agility-Welt. Über den Moment, in dem er Weltmeister wird, was danach passiert, bis hin zu seiner heutigen Leidenschaft bezogen auf den Sport, das Richten. Hier gehen wir in dieser Folge richtig tief rein. Schauen uns an, wie seine Wege aussehen, welche Gedanken dahinter stecken und was seine Motivation hinter all dem ist. Außerdem wird es um seine Philosophie und seine weiteren Wünsche gehen. Ein richtig cooler Typ, der das Herz definitiv am rechten Fleck hat. Gehen wir aber einfach rein in dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im Agility aufs Ohr Podcast, Paul Hörning. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Cool, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin sehr gespannt auf das, was jetzt in der nächsten Zeit so kommt. Ich auch. Starten wir. Lass uns mal ein bisschen klassisch starten, so damit die Leute das ein bisschen nachvollziehen können. Wie und wann bist du zum Agility gekommen? Ich kam jetzt vor ungefähr 20 Jahren zum Agility und auch zum ersten eigenen Hund, nämlich 2001, wenn ich mich richtig erinnere. Pfingsten 2001. Da habe ich aus dem Urlaub auf Sardinien am letzten Tag meinen dann ersten eigenen Hund Pico gefunden, ausgesetzt bei uns an der Ferienanlage und habe mich da verkämpft mit meinen Eltern, dass ich den mitnehmen durfte. Und meine Mutter, die damals schon, ich glaube, vielleicht ein paar Jahre Agility gemacht hat in einer Hundeschule, hat die Voraussetzung aufgestellt, dass ich diesen Hund beschäftigen muss und am besten mit Agility beschäftigen muss. Und vielleicht hat ihr die Vorstellung auch gut gefallen, dass ich das dann auch mache, was sie jetzt schon so begeistert. Ja, cool. Ich habe zu dem Hundesport eben auch am Anfang in der Hundeschule und später dann im Verein. Ja, krass. Kannst du dich noch daran erinnern, wie deine erste Stunde war? Nee, aber wie es in der Hundeschule aussah. Und also ich habe dann auch Welpenstunde gemacht, junge Hundestunde, hat mich meine Mutter hingefahren. Ja, kann ich mich an die Anfangszeit kann ich mich erinnern. Mit dem Hund durch den Neckar gelaufen und der Hund musste schwimmen und ich war 12 und weiß ich nicht, Klassenkameraden da mitgenommen und so, war auch witzig. Und Agility, da kann ich mich an den Anfang gar nicht richtig erinnern. An so einen Laufdeal aus Holz, wahrscheinlich irgendwie noch alter Pedigree und einen Hackschnitzelplatz draußen. Bombe, also beste Bedingung. Wunderbar. Genau. Wann kam dieser Moment, wo du gesagt hast, okay, da hat mich dieser Sport so richtig gecatcht, da hat es dich einfach nicht mehr losgelassen, da hat es dich irgendwie so ja, in den Sog irgendwie, da bist du reingekommen? Kann ich gar nicht richtig sagen. Ich glaube, da bin ich so reingewachsen. Ich habe mich am Anfang mit dem Pico, ich kenne ja wirklich viele im Hundesport, so aus Süddeutschland, kennen mich ja eben auch als 12-Jährigen, also als Jungen oder 13, 14 dann als Teenager quasi. Ich habe ja meine Pubertät und meine Teenagerjahre auch auf Hundeplätzen verbracht und auf Agility-Turnieren am Wochenende. Und das war am Anfang auch gar nicht so einfach, weil nämlich der Pico so ein Dackelmischling oder sowas war, also in der Small-Klasse, die es dann gerade gab. Und der war sturköpfig und hatte keinen Bock, was mit mir zu machen und ging vom Platz auf den Turnieren und im Training auch. Also es war, ich habe viel geheult wegen diesem Hund, ne? Wegen unserer Situation, weil der mich irgendwo auf den Turnieren stehen lassen hat. Und trotzdem bin ich aber dran geblieben, weil mich ja doch, ne, es hat mir irgendwie doch gefallen. Oder es gab auch sozusagen immer diese kleinen Entwicklungsschritte und dann gab es eben einfach ganz wichtige Momente, ne? So einfach so Seminare, weiß ich nicht, damals auch im Hotel Wolf schon Seminare gemacht, die mir zum Glück meine Eltern ermöglicht haben. Entweder meine Mutter ist mitgefahren, ne, und hat da auch Seminar gemacht oder mir zum Teil auch mich bei irgendjemand ins Auto gesetzt und dann dahin gefahren.
Und dann gab es einfach so ein paar wichtige Seminare, weiß ich nicht, bei Thomas Behren und Philipp Müller-Schnick oder Regula Chanz und Alexandra Roth. Und das war halt so eine Woche Hotel Wolf und danach war man ein ganzes Stück weiter. Und ich glaube, so wuchs es dann, bis halt doch, ne, ich einen gewissen Ehrgeiz einfach hatte. Und dann auch, ne, dann gab es so die ersten, die hatten dann auf einmal Shelties um einen rum, ne, und dachte, ach, ich will jetzt auch einen Sheltie haben in der Small-Klasse. Und dann habe ich mich erneut verkämpft und dafür eingesetzt, dass ich jetzt auch noch einen Sheltie bekomme. Und den habe ich dann, weiß ich nicht, 2005, glaube ich, auch bekommen, ja, 2006. Krass. Ist nicht ganz einfach als Jugendlicher, ne? Also ich merke es auch heute immer wieder, die Jugendlichen, die mal bei mir auf Seminar sind oder so, genau wie du sagst, ne? Es geht halt um Fahrdienst, es geht irgendwie darum, dass du Eltern hast, die sich auch finanziell damit reinhängen und so. Sag mal irgendwie so ein paar Gedanken von dir dazu. Also die, ich erlebe den Nachwuchs in der Szene schon als rar, aber die, die da sind, die sind echt gut, finde ich. Ja, also ich finde es, ne, ich habe da wirklich großes Glück gehabt, tatsächlich einfach die besten Bedingungen, dadurch, dass meine Mutter, wie gesagt, ne, die Inge, auch völlig fanatisch diesen Hundesport betrieben hat, dass es ganz klar war, ne, dass man da sich auch entwickeln will und besser werden will und dann aus der Hundeschule raus in den Verein und auf die Turniere und auf die Seminare und das wurde mir alles spendiert und ich finde einfach so Jugend, ne, also ich glaube, die Vereine geben sich schon auch viel Mühe, die Jugend zu fördern, indem sie das auch gezielt ausschreiben, vielleicht bei den Eltern nachfragen, ob wenn die, die, wo sie wissen, die haben, also ne, bei Menschen nachfragen, die wissen, wo sie wissen, die haben Kinder, wo man auch die Kinder so ein bisschen ranführt. Ich finde eigentlich, dass jeder da Bock drauf haben muss. Also ich kann, weiß ich nicht, kann man mit 8 Jahren oder auch mit 14 oder 16 irgendwie coolere Dinge vorstellen als Agility. Aber kann auch verstehen, wenn es einen packt, ne? Und ja, ist jetzt nicht so mein Steckenpferd. Ich finde halt, man kann da das natürlich schon einfach erleichtern durch, weiß ich nicht, auch die finanzielle Belastung da klein zu halten, ne? Weil jetzt kommen ja Kinder und Jugendliche alle aus verschiedenen Häusern und Haushalten und mit verschiedenen Einkommen, ne? Und Situationen zu Hause. Und ich finde, da muss man einfach schon individuell drauf achten, wenn man sagt, man möchte da Leute oder speziell Kinder und Jugendliche fördern. Und Erwachsene finde ich darüber hinaus übrigens auch, ne? Also auch da finde ich, kann man mit einem solidarischen und sozialen Gedanken rangehen, ne? Und gucken, dass eben bestimmte Leute, die nicht so viel Kohle haben, bestimmte Dinge einfach günstiger kriegen, ne? Ja, cool. Lass uns mal, wenn du magst, in das Auto von Paul und seiner Mama reinzoomen nach so einem Seminar oder so einem Turnier. Wie lief das dann ab, wenn das bei dem einen richtig gut war und bei dem anderen, naja, halt nicht ganz so toll? Ah, ich weiß gar nicht. Ich glaube gar nicht, dass es das dann unbedingt gab. Ich glaube, dass wir früher in der Anfangszeit beide nicht sonderlich auf den Turnieren waren, weil meine Mutter auch so einen Hund hatte wie ich, einen der Terrier und der andere ein Bullterrier-Mischling war aber schon ganz gut, finde ich auch. Also nicht nur für die Zeit, sondern es war, glaube ich, auch, heute wäre das immer noch ein guter Hund. Ne? Hätte man immer noch Freude dran, den Hund anzugucken, weil es halt ein triebiger, guter Hund war. Aber es war, ich glaube, ich habe die meiste Zeit geschlafen. Meine Mutter ist Auto gefahren und irgendwelche, ne, Radio gehört und zwischendurch mal autodidaktisch Tschechisch gelernt beim Autofahren, weil wir irgendwann hatten wir so Kontakte nach Tschechien über eine Freundin aus dem Verein. Und damals war Tschechien halt auch so eine kleine Agility-Hochburg mit Antonín Grigar, der so die ganzen tschechischen Agility-Menschen aus bestimmten Lagern, muss man auch wieder sagen, um sich vereint hat. Und das war gar nicht so weit dahin, also letztendlich gar nicht so weit dahin zu fahren, war, glaube ich, relativ nah nach der Grenze. Und da sind wir auch ein paar Mal hingefahren, weil es da wirklich auch schon so Trainingscamps und Turniere in Hallen gab. Ne? Also jetzt auch auf eher glatten Böden oder auf so Teppichböden. Aber auch da gab es schon Mehrzweckhallen ausgelegt mit, weiß ich nicht, dem Teppich und Trainingslager, ne? Wo es auch um mehr ging als wir machen Agility, sondern auch um Koordinationsübungen und, weiß ich nicht, gemeinsames Essen machen. Ne? Krass. Würdest du sagen, dass das so Dinge sind, für die du auch dankbar bist, weil du die ohne Agility so nicht erlebt hättest? Ja, das ist ja eh, also das ist eh eins der Dinge am Agility, für die ich am dankbarsten bin, wie viel
Eindrücke ich darüber bekommen habe. Ne? Also jetzt klar, wenn man jetzt in verschiedene Länder bereist, macht man das als Agility-Mensch meistens mit einem bestimmten Ziel und sieht außer dem Hundeplatz wenig. Aber auch trotzdem, ne, so auf WMs zu fahren, später auch selber auf WMs oder Europameisterschaften zu laufen und dabei einfach die verschiedenen Länder so ein bisschen mitzukriegen und da stundenlang durchzufahren und abends ins, weiß ich nicht, ins Hotel und Restaurants und vielleicht doch noch ein paar Tage mehr einplanen, das ist und viel mehr, glaube ich, auch einfach noch so zwischen den Zeilen. Ja, cool. Was ist denn das, was dich bis heute an diesen Sport so gefesselt hat? Schwierige Frage. Ich glaube, einfach kam ja dann, irgendwann kam ja doch einfach diese Begeisterung. Ich kann die jetzt auch gar nicht so benennen, was einen dran fesselt. Ich glaube, dass ich gemerkt habe, bin da auch gut drin. Ne? Also es ist ja auch schön, in was gut zu sein. Die Gemeinschaft, die da so entsteht, also einfach auch Leute zu treffen, auch Leute in meinem Alter zu treffen, mit denen man sich gut versteht, war schnell für mich und ist auch bis heute eigentlich der wichtigste Punkt, ne? Sodass ich weiß, ich habe im Agility einfach bestimmte Leute gerne um mich rum. Und dann, ich glaube, so die Faszination für Agility ist ja was, was uns alle irgendwie auch verbindet. Ne? Und da finde ich auch, ich denke immer wieder beim Agility einfach, dass es auch cool ist, dass man das in jedem Alter machen kann, dass man das mit vielen Hunderassen erstmal machen kann, dass man das in vielen körperlichen Zuständen machen kann. Also, weiß ich nicht, körperlich fitte Leute natürlich haben es da irgendwie leichter, ne? Aber auch Leute mit, weiß ich nicht, Körperbehinderungen oder Verletzungen oder sowas können einen Weg finden, gut und erfolgreich Agility zu machen. Und das finde ich eine der für mich immer wieder tollsten Erfahrungen irgendwie in dem Sport. Ne? Und wenn ich auch Leuten, die nicht aus dem Hundesport kommen, ne, also ich habe ja auch viel Leben neben dem Hundesport, und wenn ich denen immer erzähle, was, ne, um was beim Agility so geht, dann ist das immer was für mich sehr eindrücklich ist. Ne? Krass. Verstehen das Leute, die nicht aus der Szene kommen, was du denen dann erzählst? Teilweise schon nach Jahren. Also manchmal werde ich dann, ne, meine Freunde sind, glaube ich, da sehr stolz auch drauf, sozusagen auch so auf meine Erfolge auch. Das ist mir schon manchmal ein bisschen unangenehm, wenn die dann irgendwelchen wildfremden Leuten, ne, oder also irgendwelchen Leuten erzählen, die damit auch nichts am Hut haben, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, Weltmeister bin oder Europameister oder sowas. Und aber manchmal sagen die dann auch, ja, Paul ist Weltmeister im Hundesitten oder im Hundeschauen oder in Agility. Und das ist so ein so Parcours. Ne? Also das, ich glaube, die haben da schon einen Eindruck davon, kamen mich auch immer häufiger besuchen auf den Turnieren, fanden das voll geil. Also sind da Wochenenden rumgehangen auf den Turnieren und haben zugeschaut. Aber ich glaube, dass es so die Ernsthaftigkeit, ne, mit der ich diesen Sport dann auch sehen will oder sehen wollte in der Vergangenheit, das, ne, erwarte ich auch von niemandem, dass man das versteht. Ne? Ist ja einfach so eine eigene Welt, wo ich ja auch letztlich Jahre gebraucht habe, um mich da einzufinden. Ne? Ja, was hat es denn mit dir gemacht, dass du Europameister geworden bist, dass du Weltmeister geworden bist? Das kommt drauf an. Gar nicht so viel, wie ich immer gedacht habe, dass es würde. Die Titel selber haben mir einfach gar nicht so viel gegeben letztlich. Es kommt mehr so drauf an, mit wem man die, finde ich, teilt. Ne? Also eindrücklich ist für mich zum Beispiel, ich glaube, das erste Mal, dass ich irgendwas so gerissen habe, war tatsächlich auf der Europameisterschaft 2013, möchte ich sagen, wo wir Team-Europameister oder Teamsieger geworden sind, zusammen mit Tobias und Daniel. Und das war einfach so vom Gefühl her, weil es auch mit dieser, quasi mit dem Team auch einfach so alles so gepasst hat. Ne? Das sind gute Freunde und es verbindet einen viel und die Stimmung ist gut und man ist aber auch irgendwie locker, ne, und nicht verbissen. Und das hat dann auch, es war einfach besonders, mit denen das zu schaffen. Wohingegen so ein Weltmeistertitel im Einzelnen fühlt sich irgendwie auch einsam an. Ne? Also
ich fand das einfach gar nicht geil. Also ich glaube heute im Gegenteil. Es hat eher, ich hätte lieber erstens mal Zweiter werden sollen und Roland Kolenko hätte gewinnen können, ne, der irgendwie, glaube ich, da zu Unrecht, vielleicht zu Unrecht einen Fehler auf der WM bekommen hat, ne, also streitbar. Aber ist ja einfach so gewesen, ne, habe ich ja nicht beeinflusst und ist ja so passiert nun mal. Mir wäre es im Nachhinein lieber gewesen, ich wäre einfach Zweiter gewesen und es wäre schon mal nicht dahingehend immer so ein bisschen so ein Schatten drüber. Und ja, danach war einfach so ein, weiß ich nicht, auch so ein Jahr bestimmt, ne, bis ich auf der nächsten WM dann irgendwie verkackt habe quasi, weil ich da einfach nur gesetzt war und ohne ein Jahr lang zu trainieren, weil ich eben einfach ein Jahr lang überhaupt keinen Bock mehr auf diesen Sport hatte. Also einfach da keine Euphorie mehr dafür hatte. Also es war eher gegenteilig, fast so ein bisschen Sport-Burnout, obwohl ich jetzt nie sozusagen hingearbeitet hatte irgendwie oder mich auch nie als jemand gesehen hat, der mal Weltmeister wird. Ne? Also klar, auf die WM kann man kann auch Teamweltmeister werden, aber die realistische Einschätzung für mich damals war, dass ich so leicht nicht Einzelweltmeister werde mit dem Jet, ne? Weil das war ein richtig guter Hund, ein Sheltie, für alle, die den nicht kennen, und der war damals 9 und im gleichen Jahr auf der EO in Ungarn wurde der im Einzel 10. im Finale, ne? Und aber auf dieser WM war der einfach nochmal belebt, ne? War schon auf den WM-Qualis trotzdem auch gut, aber auf der WM einfach super. Und mit 2 Nullern hat es dann einfach gepasst, ne? Und da, ne, war ich auch sehr stolz drauf, aber es hat mir eben in keiner Weise irgendwie das gegeben, was ich, glaube ich, angenommen hätte oder auch bei anderen gesehen habe, was es denen gibt. Also ich bin danach auch auf kein Einladungsturnier gefahren, was man dann ja wird, ne, also so irgendwie international eingeladen und komm doch vorbei und Startplätze gezahlt. Und da hatte ich irgendwie keine Lust drauf. Ne? Da hatte ich irgendwie, war ich einfach fertig damit. Und dann musste ich da quasi ein Jahr später auf die WM wieder und dachte, ach, nee, das kann ja eh nicht nochmal was werden. Und dann war der Hund, glaube ich, auch noch verletzt vor Dortmund. Dann hätte ich wenigstens Mannschaft noch irgendwie laufen können, das hätte ich noch cool gefunden, aber dieses Einzel dann nochmal irgendwie zu machen, und das war dann auch entsprechend schlecht, ne? Dann war ich noch krank an der WM, das hat dann noch irgendwie den Rest gegeben, aber danach, nach diesem auch Verkacken, ging es mir wieder ein bisschen besser. Da dachte ich auch, ja, jetzt kommt auch sowas zurück, ne? Jetzt kann ich das auch vielleicht mal so stehen lassen. Und dann kam auch zum Beispiel mit dem anderen Hund, mit dem Cole, mit dem Border Collie, den es dann da schon gab, auch wieder mehr so die Begeisterung zurück. Das ist ja mega spannend. Da muss ich jetzt nochmal nachfragen, weil das hat so noch nie jemand hier gesagt. Das heißt, du wirst Weltmeister und du sagst selber, du hast eigentlich nie explizit darauf hingearbeitet. Natürlich hat man das irgendwie als eine Option im Kopf, aber es war nie so, okay, all in und ich gehe jetzt 2 Jahre richtig darauf steil und ich lege da alles rein und dann bist du's und dann sagst du, ist die Flamme aus? Ja, ich kann das auch nur so beschreiben, wie es war. Ne? Also ich habe mich nie als Weltmeistertypen, also uns nie als Weltmeisterteam gesehen. Aber das hat auch sicher was mit mir zu tun, ne? Also das hat auch was mit sozusagen sowas wie Selbstvertrauen oder Selbsteinschätzung zu tun. Aber realistisch gesehen, es gab auch da schon eine Peanut und Peanut hat uns immer um mindestens 3 bis 6 Sekunden in jedem Lauf geschlagen, ne? Manchmal irgendwie, ne? Wenn der vielleicht Scheiße gemacht hat und nicht besonders gut war, kamen wir vielleicht mal auf 2 dran. Aber sonst war das auch da schon so, ne? Und Peanut wurde davor schon, ich glaube, auch einmal 2. an der WM. Ne? Also das war auch nicht da so, dass man jetzt sagt, ne, Paul und Jet werden mal locker Weltmeister. Und auch schon die Jahre davor. Ne? Ich wusste schon, da ist was drin, aber es gab ja auch um mich herum in Deutschland auch schon Konkurrenz, die uns viel locker in die Tasche gesteckt haben, quasi mit viel weniger Bemühen. Also wir mussten uns, ich finde, ich musste mich mit dem Jet immer sehr anstrengen, da richtig viel rauszuholen. Und ne, habe jetzt nie einfach da angenommen, dass da irgendwie so ein Einzelweltmeister rauskommt. Das war auch das erste Mal, dass ich überhaupt Einzel auf der WM gelaufen bin. Also ich war auch 2010 und 11 auf der WM und habe mich da immer mehr sozusagen oder wurde auch zum Teamläufer gemacht. Ne? Also da war ja auch nicht dieses,
da war irgendwie das so offen, ne, und wurde vom letztlich vom wie nennt man das, Leitung der Nationalmannschaft, wie nennt man das, Nationaltrainer, Bundestrainer, wurde ein bisschen bestimmt, wer was laufen darf. Und auch da bin ich einfach zweimal Team gelaufen, war damit jetzt nicht zufrieden, ne, aber es war dann so. Und 2014 war dann so das erste Mal auch einzeln und dachte ich, ja, geil, mache ich jetzt auch. Und dass dann das aber dabei rauskam, hätte ich nicht erwartet. Ne, ich habe da geheult wie ein Schlosshund. Ne, wenn man jetzt heute, Facebook ist immer noch voll mit diesen Bildern von damals, da war ich völlig entrückt, ne, hat mal nachher jemand zu mir gesagt. Und das stimmte auch. Ne, in diesem Moment kann ich das nicht fassen. Das sind auch schon so Eindrücke, ne, wie ich da so von draußen reingeholt werde. Und der Uwe, ne, der Assistent, irgendwie sagt, Paul, du solltest, ne, ich bin dann einfach nach dem Lauf irgendwie, nach dem zweiten Lauf draußen spazieren gegangen. Und dann kommt der Uwe und rennt und sagt, Paul, du solltest mal reinkommen. Und dann war noch ein Läufer und ne, dann steht da das Ergebnis. Und dann habe ich auch ne, rumgeheult da auf der WM und konnte es auch gar nicht fassen. Und dann, weiß ich nicht, ne, dann feiert man das Abend so ein bisschen. Ne? Man ist ja auch müde und fertig. Ne? Und dann ist eben auch, weiß ich nicht, ne, das hat ja auch ganz viel mit den Leuten dann in dem Moment zu tun um einen rum. Das war ja sogar noch doppelt. Also da war ja Teamweltmeister einen Tag davor noch, ne? Das war ja wirklich super. Und das hat mich auch vielleicht in dem Moment sogar, ich weiß nicht, mehr gefreut. Aber es war irgendwie realer. Und dann bin ich, weiß ich nicht, am Montag heimgefahren von Luxemburg, wurde krank und ab da war das erstmal so quasi Flamme aus, ne? So ein bisschen depressive Stimmung und einfach so dieses... Okay, der Funken für den Agility ist jetzt einfach ausgeknipst. Ne? Dann kommen diese, macht man irgendwelche Interviews und denkt irgendwie, ne, ich fühle es nicht. Ne? Weiß nicht, wie es den anderen jetzt ging, die da thriven über Monate und Jahre, ne, dass sie das geschafft haben. Mir ging es irgendwie ganz im Gegenteil. Ich kann dir aber auch nicht sagen, warum. Krass, danke Paul fürs Teilen von diesen wundervollen Gedanken. Lass uns mal einen kleinen Wechsel machen und gehen wir mal ein bisschen mehr in die Trainer-Seminarleiter-Rolle, die du auch seit vielen, vielen Jahren innehast. Nimm uns mal mit, Paul, was erwartet ein Teilnehmer, wenn er zu dir ins Training kommt? Was erwartet dich? Naja, also ich glaube einfach so, um was es bei mir geht. Ne? Ich finde einfach, Agility-Seminare müssen, weiß nicht, man muss was davon mitnehmen und man muss auch irgendwie Spaß haben. Ne? Also ich finde, ich komme da gut vorbereitet hin, habe einen guten Parcours dabei, habe mir Gedanken im Vorfeld gemacht. Der Parcours steht 1:1 so auf dem Platz. Ich nehme mir Zeit für die Leute. Ich kann, glaube ich, die Leute gut abholen, wo die stehen, ne, so in ihrer Individualität. Und es gibt einfach so ein paar Dinge, die mir sozusagen wichtig sind. Entschuldigung, so ein paar Dinge, die mir wichtig sind, die erzähle ich am Anfang. Und dann, ne, geht's los. Finde ich eine schwierige Frage. Was erwartet einen? Und wie war's dir, ne? Was war so bei Paul? Nee, ich finde, ne, also ich stell einen Parcours hin, bespreche den mit den Leuten, dann wird gelaufen. Und ich glaube, wichtig ist einfach mir sozusagen, ne, dass ich, glaube ich, fehlerfreundlich bin und sein möchte. Ne? Ich habe das nicht erfunden. Ich bin nicht der Erste und der Letzte, der irgendwas was weiß, sondern ich glaube, ich vertrete wirklich so ein bisschen so einen wissenschaftlichen Ansatz, ne? Wirklich auch zu sagen, woher die Techniken kommen, die Ideen kommen, weil ich weiß, dass ich nichts weiß und ich kann schon gar nicht alles wissen irgendwie. Ne? Ich bringe natürlich Erfahrungen mit und gebe die gerne weiter, halte da auch nicht zurück. Aber das meiste, was man ja weiß, kommt ja auch von irgendwo her. Und ich finde es auch wichtig, wirklich das auch so weiterzugeben, weil ich habe das nicht erfunden. Ne? Von mir kommt nicht Zick und Zapp und von mir kommt kein Hürdenfokus und von mir kommt keine ne, irgendwelche anderen Sachen, Running Contacts oder sowas, sondern das kommt von jemand anders. Ne? Und da gibt es 100 gute Menschen auf der Welt, die sich damit auskennen und besser auskennen als ich quasi. Und dann kann ich an die verweisen oder mein Wissen so weitergeben und sagen, hey, guck dir doch mal auf YouTube das an und guck dir doch, weiß ich nicht, den Online-Kurs vielleicht. Ne? Also, genau, sehr, ich glaube einfach fehlerfreundlich, offen und nett. Cool. Sehr gut. Nicht hoffentlich. Bin ich mega wichtig, Kaino. Und dann bist du irgendwann
den nächsten Schritt gegangen. Und zwar einen Schritt, den nicht ganz so viele gehen. Aber ohne, dass ihn irgendjemand gehen würde, könnten wir alle diesen Sport irgendwann nicht mehr machen. Du bist dann Richter geworden. Aus welcher Motivation heraus? Naja, ich bin Richter geworden. Es hat für mich einfach gut gepasst. Ne? Ich war selber sozusagen mit dem Hund, bin ja jetzt einer der wenigen Agility-Sportler, der einen Hund hat. Ne? Und der ist schon älter. Also der Cole ist jetzt schon 11 geworden und war quasi 2018, 19 irgendwie dann auch schon 8. Ne? Und war quasi so auch so absehbar. Ne? Man läuft man jetzt noch ein Jahr und was dann? Ne? Und dann war für mich erstmal sozusagen ausgeschlossen, auch wie jetzt noch, dass ich einen jungen Hund nehme oder einen Welpen, weil ich mich einfach auch auf andere Dinge konzentrieren möchte. Und das war sicher eine Motivation, Richter zu werden, aber auch sozusagen, ich glaube, das geht vielen so, nicht mehr motzen, sondern selber besser machen. Das hat sicher auch was Narzisstisches, ein bisschen Richter zu sein, dass man auch denkt, klar, ich will jetzt auch mal, dass Leute meine geilen Parcours laufen. Aber ich denke wirklich viel, dass ich gedacht habe, ja, ich habe Ideen und ich habe da auch Lust drauf. Also ich habe auch Lust aufs Richten. Ne? Also ich finde das auch, ich gebe gerne Training, gucke mir gerne Läufe an. Ne? Also ich laufe nicht nur selber gerne, sondern gucke mir vor allem auch gerne Leute an. Habe da, glaube ich, ein gutes Gefühl entwickelt für Parcours und Hunde und die Menschen drin und Ideen einfach gehabt und auch inspiriert von anderen großen Richterinnen, tollen Richterinnen und dachte, ob ich das wohl auch kann. Cool. Nimm uns mal mit auf diese Reise. Wie wird man Richter? Man wird Richter von der, ne, man bewirbt sich bei seinem Verband. In meinem Fall ist das der SWHV, also der Südwestdeutsche Hundesportverband. Und dann macht man eine Eignungsprüfung mit allen Anwärterinnen. Und wenn man die Eignungsprüfung in Theorie und ich glaube auch leichter Praxis, ne, so ein kleiner Praxisteil schafft, also da gibt es schon ordentlich zu lernen davor, schon mal das Reglement und bestimmte, weiß ich nicht, ne, und auch vorher ja auch Trainer, man muss ja auch Trainer, Basis, Grundausbildungsschein bei uns haben und Trainerschein haben und dann kann man Richter werden. Und dann macht man ein Jahr lang oder 2 Jahre lang die Ausbildung. In meinem Fall war das 1 Jahr lang die Ausbildung. Das heißt, man ist Richteranwärter 1 Jahr lang, muss eine bestimmte Anzahl an Turnieren und Start- oder Teams, ne, gerichtet haben, fragt quasi Patenrichter, einen Patenrichter, der so über den ganzen Prozess drüber guckt, muss man für sich gewinnen, ne, oder anfragen. Und der begleitet einen dann. Und dann kann man eben mit dem Patenrichter so die ersten paar Turniere machen und vielleicht später nochmal. Und zwischendrin eben mit anderen Richterinnen, Richterkollegen sich da dranhängen, Parcours entwerfen und sozusagen einfach unter Aufsicht dann auch die Parcours bauen, das Richten, ne, und Rücksprache halten. Aber zum Richten gehört ja eben auch so viel mehr dazu, was mir vorher auch gar nicht klar war. Also als Richter ist man ja wirklich auch der Turnierchef für einen Tag. Das finde ich auch schon eine krasse Rolle. Nimm uns mal in diese Rolle mit rein. Was muss man da so machen? Und vor allen Dingen, was würdest du sagen, muss man da als Persönlichkeit mitbringen, um für sich selber auch gut da durchzukommen? Ja. Naja, als Richter ist man ja mehr als bloßer, der stellt den Parcours hin und richtet den, sondern man ist auch für einen bestimmten Teil von Bürokratie zuständig, ne, fürs Abzeichnen der Leistungshefte und für die Kontrolle von bestimmten Sachen, fürs Messen, für dass der Parcours überhaupt, ne, so steht. Und man hat eben auch relativ sozusagen auch so ein bisschen so eine exekutive Gewalt, ne, wenn, weiß ich nicht, also man kann ja auch letztlich, ne, wenn irgendwie ein Hund aggressiv ist oder ein Mensch irgendwie unfair oder blöd oder gewalttätig zum Hund ist, muss man da kann man da verschieden tätig werden, ne, mit Sanktionen. Und das ist ja schon mehr, ne, und schon wesentlich mehr Autoritäts, also ist man schon wesentlich mehr auch Autoritätsfigur und Person, als einfach nur im Parcours zu stehen und die Hand zu heben, ne? Krass. Weißt du noch, wie es war, das erste Mal dann im Parcours zu stehen und die Hand zu heben?
Meinst du jetzt ausgebildet oder in der Anwartschaft? Ja, nimm uns mal wirklich zum allerersten Mal mit. Man sitzt jetzt zu Hause in seiner allerersten Anwartschaft, man zeichnet das, dann schickt man es wahrscheinlich zu seinem Paten, bespricht genau. Das nochmal. Genau. Und irgendwann ist ja dann Samstagmorgen oder Freitagabend und man muss das Ding aufbauen. Ja. Ja, das fand ich sehr spannend. Das war zum Glück ein relativ kleines Turnier, so ein Osterturnier. Da waren jetzt auch gar nicht so viele, aber es hat schon so ein bisschen geregnet. Und mein Patenrichter war da zum Glück, der Alex Beitelnet, den konnte ich da zum Glück dafür gewinnen. Da hatte ich den Besten, besser hätte ich es nicht treffen können. Entsprechend auch selber souverän und locker, ne? Das heißt, da kam irgendwie jetzt keine Hektik auf. Die Veranstalter waren da locker, ne? Und haben da mir sehr vertraut, glaube ich, an der Stelle. Und auch dem Alex, dass das schon alles so gut läuft. Und dann ist es aber auch schon viel kaltes Wasser, wie man es eben auch nicht erklärt. Also man kann es ja auch vorher nicht erklären. Ne? Also man kann mit dem Richter besprechen, ich konnte mit dem Alex besprechen, wo laufe ich jetzt lang. Ne? Also Richten ist ja auch irgendwie viel Koordinationsarbeit, ne, am Anfang. Aber dass man dann tatsächlich merkt, oh, ich bin hier gerade an der Slalomstange festgehangen oder ich bin jetzt gerade fast gegen die Hürde gelaufen oder wirklich gegen die Hürde gelaufen oder leicht über den Tunnel gestolpert irgendwie so, ne? Und muss darauf achten. Und natürlich macht man Fehler, ne? Also natürlich kriegt man irgendwie nachher die Rückmeldung, hey, ne, die, weiß ich nicht, von da, wo du jetzt standst, kannst du das da hinten gerade gar nicht gesehen haben, was du da gezeigt hast oder, ne, was du nicht gezeigt hast, ne? Und das ist am Anfang, war das sehr, sehr fordernd. Also ich mag jetzt nicht, ne, überfordernd jetzt nicht, aber schon wirklich was ganz Neues, was ich so mir, wo ich gar keine Idee hatte, wie das sein könnte, ne? Da tatsächlich dieses ganze Rumlaufen im Parcours, immer alles im Blick haben, zwischen den Geräten rumwitschen, nie dem Mensch-Hund-Team im Weg stehen in irgendeiner Weise. Das mache ich jetzt, überlege ich mir gerade 5 Minuten, bevor ich in den Parcours gehe manchmal, ne? Wo ich wie lang laufe oder während die Leute Parcoursbegehung mache. Und aber zu meinen Anwartschaften habe ich mir das dann schon auf den Plänen überlegt und vorher bestimmt mir eine Stunde quasi überlegt, wo ich da lang laufe. Und da macht man echt sich so Brotkrumenspur fast hin. Weil das, ne, also gibt ja immer wieder so Videos, wo man sieht, dass der Richter dann auch über eine Hürde fällt. Und das war immer was mir nie passieren sollte. Sehr cool. Wie geht man damit um, wenn man einen Fehler gemacht hat? Oder wie gehst du dann damit um? Naja, in der Anwartschaft kann man ja eh alles korrigieren, ne? Ich denke, da muss man eben sozusagen auch ein bisschen, also ich glaube, da ist einfach normal, dass Fehler passieren, ne? Und deswegen, da zählt ja letztlich das, was der Patenrichter oder der Richter, bei dem man die Anwartschaft macht, dann auch letztlich zeigt, ne? Das kann man auch sicher eben auch nochmal korrigieren. Und jetzt in der Realität bleibt es vielleicht manchmal auch so stehen, ne? Oder man kann es revidieren und zurücknehmen, ne? Also man kann ja auch, wenn man schnell reagiert, den Fehler auch einfach zurücknehmen, anders anzeigen, ne? Wenn meine Hand mal zu schnell hochgegangen ist bei einer Zone, dann kann ich trotzdem, ne? Dann gibt es ja auch diese Bewegung, sozusagen diese Hand so runter zu wischen, was dann die Meldestelle auch, nicht die Meldestelle, sondern der Richtertisch eben auch kennt, oder man fragt es nochmal nach. Wenn ich jetzt Riesenbockmist bauen würde, habe ich jetzt, glaube ich, noch nie, könnte ich mir aber auch Reruns vorstellen, ne? Krass. Nimm uns mal ein bisschen mit in deine Parcours. Auf was hast du Bock? Was stellst du gerne? Was siehst du gerne? Wo sind die Anforderungen, wo du sagst, okay, da habe ich richtig Bock drauf, das ein bisschen bei den Leuten so rauszukitzeln. Das will ich jetzt wirklich sehen, ob die das hinkriegen. Ja. Also ich finde, Richten ist schon richtig, richtig anspruchsvoll. Gut richten ist richtig anspruchsvoll. Also ich finde Parcoursplanung, ich brauche relativ lang für Parcoursplanung. Das ist auch krass, weil ich wirklich unter der Woche vor den Turnieren manchmal abends noch Stunden da sitze. Also ich brauche schon für eine A1-Parcours manchmal 2 Stunden oder manchmal für eine A3-Parcours 2 Stunden. Dann nehme ich den noch 2 Wochen irgendwie, nehme ich den mit mir mit. Das geht ja zum Glück mit dieser Smarte Agility App zum Beispiel. Und dann verändere ich das nochmal. Aber ich brauche bestimmt für einen Satz Parcours manchmal 8 bis 10 Stunden. Sagen jetzt andere, boah, ne, das mache ich in einer Stunde. Kann sein, ne? Ich brauche so lang, weil ich mache mir da viele Gedanken drum. Und ich finde einfach, man muss gute Abstufungen sehen in den Leistungsklassen von A0 zu A3 und eben auch in den Jumpings oder den Spielen irgendwie dazu. Ich mag
in allen Leistungsklassen letztlich große Abstände. Ne? Also ich bin niemand, der irgendwo 5 Meter hinstellt, sondern ich gucke immer, dass einfach die Abstände eben auch entsprechend groß sind, ne? Und reize da eher das Maximalmaß aus mit 7 Metern und freue mich, wenn irgendwie auf indirekter Linie auch mehr rauskommt. Und das finde ich einfach, das finde ich ansprechend und ich finde, das macht aber auch dann nur Sinn, wenn man sozusagen in den richtigen Kontext baut. Ne? Und ich glaube einfach, ne, ich bin in so einem A0, da will ich gar nicht viel sehen. Da muss man mir einfach zeigen, man kann die Geräte, die da jetzt gerade drinstehen, und kann vielleicht noch, weiß ich nicht, 2 Richtungswechsel. Ne? Vielleicht einmal von hinten geführt und dann gibt man noch die Möglichkeit, wo vielleicht ein Belgier besser wäre. Ne? Und dann im A1 baut sich das so langsam auf. Da kann auch schon mal ein Außen stehen, finde ich. Also da schrecke ich nicht davor zurück. Es muss ja jetzt kein Außen-Change oder Außen-Franzose sein, sondern einfach ein Außen mit Mitdrehen oder ein Außen mit Belgier kann man auch mal machen, finde ich. Und da, finde ich, sollten verschiedene Wechsel einfach abgefragt werden. Am Anfang die Grundwechsel, eine Möglichkeit, wo man guten Franzosen machen kann, mal locker, eine Möglichkeit, wo man Belgier machen kann. Vielleicht einfach mal nach einem Tunnelloch, später auch mal nach einer kleinen Hürdenkombi. Von hinten führen frage ich immer ab. Das finde ich einfach total wichtig. Und das ist für mich so eine, ich glaube, da reite ich auch so ein bisschen drauf rum, auf dieser Basisarbeit im Agility, dass ich einfach von hinten führen können total wichtig finde. Und dann kann man, ne, so mit dem A2 kann man auch schon mal eine Hand einbauen. Das kann ja erstmal ein leichtes sein am Start. Kann man ja auch immer alles anders führen. Und letztlich, und so steigert sich das da hoch, bis man im A3, finde ich, kann man alles machen. Ne? Kann man Sachen stellen, wo man sagt, die können jetzt wirklich alle laufen. Ne? Die sind jetzt einfach, da ist alles drin. Ne? Da ist ein Hand drin, da ist ein Out drin, also ein Außen über die Hand. Das, finde ich, sind ja gerade einfach auch so, also Hand in ist das, ne? Der Hund kommt auf die gleiche Seite wie die Hundeführerin. Und das Out ist so ein Außen über die Hand. Ne? Das sind ja einfach auch gerade so Figuren, die auch gerade oft stehen. Und dann eben Franzosen können, Belgier können, auch mal eine einzelne Wendung gut können. Also auch zeigen, dass man das kann. Wobei ich das begrüße, dass das abgenommen hat. Also ich finde diesen Gedanken von einem durchgängigen Flow im Parcours eigentlich am ansprechendsten. Also klar, ein Out, ne, so ein Außen über die Hand, ist schon auch häufig ein Kringel bei mir. Aber der hat, finde ich, was anderes, als wenn man jetzt einfach irgendwo eine ganze Ecke reinmacht, wo man jetzt mal schnell den Hund super rausbremsen muss, ne, um dass es klappt. Weil ich finde, das Wichtigste, und dazu passen diese großen Abstände, ist einfach dieser Fluss des Hundes im Parcours. Und da ist mein Anspruch, meine Parcours sollen so sein, dass sie für den Mensch schwer, ne, oder anspruchsvoll und für den Hund gleichzeitig leicht sind. Also damit meine ich, der Hund soll keine Arbeit damit haben, was da passiert. Also ich möchte nicht, dass irgendwo Außens fallen, einfach nur, weil sie schwer für den Hund zu springen sind. Und das sind sie. Und Hans auch. Also auch diese Ins und die Außens sind, kann man, wenn ich die in einem Winkel leicht verstelle, dann sehe ich quasi, wie auch ganz tolle Hunde, also oder sozusagen ganz talentierte, gut ausgebildete Hunde, da Riesenprobleme haben, da noch drüber zu kommen. Und jetzt nehmen wir das, ne, das Gros oder ne, irgendwie die Menschen oder die Hunde, die es auch gibt und ja auch völlig zu Recht da gibt, die eben vielleicht zu kurz vorher springen oder zu spät dahin gezeigt wurden oder sowas. Und ich will keine Unfälle bei sowas sehen. Also ich möchte eh keine Verletzungen bei den Hunden sehen. Das hat auch was damit zu tun, wie man Tunnellöcher legt. Und das ist was ich sehr viel sehe. Tunnellöcher irgendwo seltsam neben die Linie des Hundes zu legen, zu spitze Eingänge mit riesem Tempo zu machen und sowas. Und ich finde, das sind so Dinge, der Hund muss da quasi durchfliegen bei entsprechend hohem Tempo. Das finde ich auch, also ne, das ist auch der Anspruch. Das ist auch das, finde ich, wo der Sport hin muss. Ne? Jetzt nicht wie blöd, aber schon einfach, dass es dem Hund leicht fällt, ein großes Tempo zu halten. Ich glaube, das ist das. Ne? Hunde würden auch ein großes Tempo halten, wenn sie es an jeder Ecke reinbrezelt. Ne? Die sozusagen, in Anführungszeichen, die blöden Border Collies und Mallis machen das. Ne? Die beschleunigen sich immer wieder. Aber viele Hunde eben auch nicht. Deswegen sage ich, ist mein Motto quasi für den Mensch anspruchsvoll, die ganzen Sachen zu schaffen, aber für den Hund von der Linienführung leicht. Das heißt,
Man muss darauf achten, ich muss mir vorstellen, wo springt der Hund hin, wenn ich die Hürde in dem und dem Winkel stelle? Wo steht dann die nächste dazu? Ergibt sich da draußen eine flüssige Linie oder springt der Hund erstmal ins Nichts und muss dann abdrehen? Ne? Und da muss man, glaube ich, auch gucken, dass man da so eine gute Mitte trifft zwischen den guten, in Anführungszeichen, Hundeführerinnen oder Erfahreneren und denen, die auch mal zu spät schreien. Ne? Auch da will ich am liebsten nicht sehen, dass der Hund sich beim Aufkommen einmal komplett zusammenstaucht und in die Gegenrichtung abhauen muss. Also das ist schon, finde ich, anspruchsvoll und gelingt aber auch vielen Richterinnen sehr gut, ne? Genau solche Parcours zu stellen. Da steckt jetzt so unheimlich viel drin, dass ich gerade 5 Fragen in meinem Kopf habe. Ich probiere mal, die so ein bisschen zu bündeln, damit es irgendwie Sinn macht. Zum einen sagst du, wie sich der Sport entwickelt. Glaubst du nicht, dass ihr Richter vorgebt, wohin sich der Sport entwickelt? Natürlich immer an die Prüfungsordnung angelehnt, aber durch das, wie ihr es interpretiert, die Spielräume nutzt und baut. Und das Zweite, woher nimmst du dir immer wieder neuen Input? Wie bleibst du immer wieder so am Nabel der Zeit, sodass deine Parcours in der Zeit sind oder sogar, wie du sagst, den Sport halt in eine gewisse Richtung mit begleiten? Genau, ich glaube, dass Richter auch, und das war ja auch einer der, ne, der Anreize, die ich jetzt vorhin nicht genannt habe, ne, man prägt natürlich auch, das ist auch die Möglichkeit, sozusagen den Sport mitzuprägen. Also ich glaube, dass einerseits die Läuferinnen den Sport natürlich ganz groß prägen, auch über deren Ideen, ne, also auch so Sachen wie, ne, gerade Out und Hand sind, glaube ich, vor allem entstanden von Läuferinnen, die das auf Seminaren gestellt haben und wurden dann adaptiert von Richterinnen, die vielleicht auf diesen Seminaren das gesehen haben. Aber darüber, dass es spannend ist, dass es erstmal was Neues ist, zum Beispiel solche Figuren zu machen oder solche Techniken zu machen, bringt man das natürlich dann auch wieder an die breite Masse und hilft, oder, ne, oder das hat den Effekt, dass es eben auch trainiert wird von vielen. Ne? Und also klar, die Richter bestimmen oder gestalten zu einem ganz großen Teil eben auch die Richtung, in der sich der Sport entwickelt. Ganz egal, ob ich jetzt, weiß ich nicht, ob es um Parcoursgestaltung oder sollte eher schneller sein oder sollte jetzt wieder technischer sein, ne? Oder sollte runder sein oder eckiger. Ne? Da hätte ich jetzt keine Lust drauf, aber gibt bestimmt auch Leute, die das gerne mögen. Und das ist natürlich auch ein Riesenanreiz, vielleicht auch sowas mal zu schaffen. Ich glaube nicht, dass ich das gerade immer mache. Ne? Also ich habe manchmal, glaube ich, auch mal coole Ideen. Ne? Aber ich glaube, es gab eben auch viele Ideen schon. Vielleicht auch schwierig, dass ich mir das selber beantworte. Jetzt richte ich ja auch noch nicht so lange. Ne? Ich bin ja jetzt auch erst seit 2019 ausgebildeter Richter. Aber es gibt eben auch wirklich so die großen Richterinnen, weiß ich nicht, Alex Beitel, Steffi Semkat, Tamas Trey, Jan Egil Eide und viele mehr, die da einfach für mich wirklich so auch die Vorbilder sind. Und da nehme ich auch, glaube ich, nochmal Inspiration her. Jetzt weniger, dass ich die kopiere, sondern dass ich eher so gucke, was ist da so die Handschrift drunter? Was hat sich da jemand gedacht? Auch so, und weiß ich nicht, Daniel Walz oder sowas ist ja auch so ein ganz neuer Richter, wo ich immer wieder beeindruckt bin, was der stellt. Ne? Oder ich glaube, wenn ich sozusagen durch Facebook durchgucke und mir denke, boah, geil, wie kam da jemand drauf? Ne? Also wenn ich denke, boah, oder ich noch denke, boah, ich wünschte, ich wäre da drauf gekommen, das zu stellen. Das finde ich richtig gut. Also das macht mir auch richtig Spaß. Und dann versuche ich eben nicht zu kopieren, sondern ich glaube, mehr so ein bisschen vielleicht meine eigene Handschrift zu finden. Aber ich glaube, dass der Stil, an den ich mich auch so ein bisschen anlehne, eben schon auch in die Richtung der Leute geht, die ich jetzt gerade genannt habe, eben weil es denen auch viel um Fluss, um Geschwindigkeit, um sicher mit einem ähnlichen Gedanken geht, was ich gerade gesagt habe. Ne? Ja, cool. Das Zweite, was ich mich eben gefragt habe, als du das so ein bisschen beschrieben hast, was fällt dir am meisten auf, wenn du richtest, sowohl positiv als auch ja eventuell kritisch oder negativ oder wo du sagst, wow, da müssen wir als Szene gut drauf achten oder da müssen wir mal hingucken oder da müssen wir anfangen gegenzusteuern, wenn es da was gibt. Vielleicht ist es das ist ja auch eine große Frage. Was mir manchmal auffällt,
Also ich, ne, das ist auch als Trainer ja immer wieder eine Frage, kann man sozusagen, auch wenn man aus Spaß in Anführungszeichen Agi macht, es gut machen? Ne? Also natürlich sehe ich als Richter ziemlich ungern, dass Hunde irgendwie unfair zu den Hunden, dass Menschen unfair zu den Hunden sind. Ne? Aber dann sozusagen, dass einfach Hunde, denen man ansieht, sie werden permanent zu spät wo drauf geschickt oder sie werden, kriegen immer die falschen Ansagen. Sie laufen gar nicht rund durch den Parcours. Und das hat natürlich was mit Ausbildung und Führtechnik zu tun. Und da finde ich, schließt sich einfach auch nicht aus, dass Leute, die sozusagen zum Spaß Agility machen, das eben auch gut machen, ne? Weil, oder mit einem gewissen Leistungsgedanken auch machen, weil das schließt für mich auch mit ein, dass man sich Gedanken drüber macht, wo muss ich den Hund ansprechen, was muss ich ausbilden, muss ich mal kurz springen und lang springen ausbilden und das unterscheiden. Aber klar, niemand will, glaube ich, seinem Hund da was Schlechtes, sondern es hat eben auch was mit Nervosität zu tun. Das lässt sich, glaube ich, auch nicht ganz rausnehmen. Ne? Ich bin tatsächlich einfach dafür, sozusagen schonend, das möglichst schonend für die Hunde zu gestalten. Zonenaufgänge, Tunneleingänge, Slalomeingänge, so gut das möglich ist. Und ich glaube, da kann man eher im Training ansetzen. Also ich glaube, da kann man auch vom Richten sozusagen weggehen und eher das bei den Trainerinnen sehen, ne? Oder in den Vereinen oder in den Hundeschulen oder auf den Seminaren gucken, wo man was verändern kann. Ne? Ja. Krass, Paul, ich gucke auf die Uhr und wir haben es schon erfolgreich geschafft, unseren uns selbst gestellten Zeitplan zu schrotten. Aber gestatte mir noch eine Frage. Wenn wir an der Stelle Wünsch dir was spielen würden, was würdest du dir für dich, und wir beschränken es mal, um die Antwort ein bisschen greifbarer zu machen, für deine Richterlaufbahn noch wünschen? Ja, also ich hätte schon die, also jetzt hat ja natürlich auch wie bei allen irgendwie halt, ne, das große Wort mit C einfach da einen riesen Dämpfer auch gegeben oder einfach das, den Plan auch verändert. Fand ich jetzt aber auch gar nicht so schlimm. Ich habe gerne auch jetzt die letzten, das letzte Jahr irgendwie auch anders verbracht. Ne? Das ist eh schon der Weg, den ich immer mehr gegangen bin, da auch mich mehr auf das Leben außerhalb des Agilities zu konzentrieren. Ne? Und dem mal auch eine Chance und eine höhere Gewichtung zu geben. Aber für mich war immer der Anspruch als Richter, auch internationaler Richter zu werden und da einfach auch zu reisen damit. Ne, das finde ich einfach total cool, wenn ich das sehe, wie auch manche Richterinnen es geschafft haben, auf die ganze Welt eingeladen zu werden, da verschiedene Agility-Kulturen und Länder kennenzulernen und natürlich auch vielleicht ein bisschen Urlaub irgendwie an guten Orten, ne, in der USA oder in Brasilien oder sowas zu machen, das wäre schon ein Traum. Also das würde ich mir schon wünschen, dass es da vielleicht noch irgendwann hingeht. Ne? Jetzt dauert es natürlich mit dem internationalen Richter noch mal länger, ne, weil schon lange nicht mehr gerichtet, aber kann ja noch was werden. Ja, cool. An der Stelle, Daumen sind gedrückt und hättest du das mal im Vorgespräch gesagt, ne, dass du die andere Welt außerhalb vom Agility kennengelernt hättest, da hätte ich doch 1000 Fragen gehabt, wie es in dieser wirklichen Welt da draußen ist. Das hast du bei den anderen auch nie gefragt. Ich dachte, das ist gar nicht wichtig. Ich dachte, wir reden hier nur über Agility. Cool, Paul, ganz am Ende. Kurze Frage, kurze Antwort. Nicht lange nachdenken, einfach mal raushauen. Man kann ich nicht. Ja, wir passen das jetzt ein bisschen an dich an. Richten ist für mich. Richten ist für mich. Spaß, Herausforderung, für mich eine logische Erweiterung, wo es für mich mit der Entwicklung, mit dem Sport hingegangen ist und macht mir einfach Freude. Lieblingstechnik, die ich in einem Parcours sehen kann? Ein guter belgischer Wechsel. Wenn jemand einen guten belgischen Wechsel kann, da habe ich Achtung davor. Ist nicht so leicht. Das stimmt. Mein Hund, meine Hunde sind für mich? Jetzt, mein Hund ist für mich jetzt vor allem Alltagsbegleiter. Das finde ich schön. Okay, cool. Der wichtigste Satz, den ich in meiner Richterausbildung gehört habe? Vielleicht weniger ein Satz als mehr eine Einstellung. Ne? Irgendwie, ich glaube, einfach zugewandt bleiben, ruhig bleiben,
sich nicht blöd aufspielen. Ne? Also jetzt ist man zwar ein bisschen natürlich auch in einer gewissen Weise da der Spielemacher und auch eine Autoritätsperson, aber man braucht sich auch nicht irgendwie profilieren und darstellen und aufspielen. Sehr cool. Agility in Deutschland wird sich in den nächsten 5 Jahren... Sicherlich weiterentwickeln. Ich finde das spannend, ob da viel geht. Also, aber ich guck's mir gerne an oder gestalte es vielleicht auch mit ein Stück weit. Ich bin gespannt, ob so viel noch geht. Natürlich an Infrastruktur geht natürlich noch total viel. Auf Menschenseite geht sicher noch total viel. Auf Hundeseite bin ich gespannt. Man hat ja immer wieder gedacht, boah, besser kann's, ne? Also ich glaube schon 2001 hat man gedacht, also besser als das kann es ja nicht werden. Und jetzt ist das Prähistorie. Also ich glaube, vielleicht geht's noch krasser. Sehr cool. Paul, ganz am Ende, was du gerne jedem Zuhörer noch mitgeben möchtest. Ja, ich glaube, ich mache so. Seid nett zueinander, haltet euch aus Bullshit raus. Also haltet euch aus den Streitereien von anderen raus. Das war für mich immer eine gute Strategie, mir in diesem Sport, glaube ich, irgendwie schon über Jahre Freude zu erhalten und Frust zu ersparen. Stay away from the drama. Sehr, sehr cool. Paul, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine wirklich herrlich unaufgeregte Art. Und ich finde, bei dir sind es einfach diese Feinheiten, die einen riesen Unterschied machen, durchgehend in diesem ganzen Podcast, zum Beispiel gegendert. Und so könnte ich jetzt noch viele andere Dinge aufzählen, die dich wirklich gerade für mich zu einem besonderen Menschen machen. Und ich danke dir für die Zeit, die wir hier gemeinsam verbringen durften. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Schönen Abend dir noch. Dir auch, danke.